Grüß Gott und willkommen hier auf Kloster Banz. Die Songs an einem Sommerabend werden heute 20 Jahre alt. Drum haben wir ein Programm zusammengestellt, von dem ich hoffe, dass es wie kunterbunt und munter unterhält. Ja, denn auch dieses Jahr haben wir wieder großartige Künstler dabei, meine Damen und Herren. Die Scorpions, Rammstein und Pur. Ja, konnten nicht. Sie haben alle kurzfristig abgesagt. Aber komm, ist nicht so schlimm. Wir haben immer noch die erste Garde der deutschen Liedermacher-Szene. Sowie, ja, sowie internationale Künstler aus Schweden, aus Frankreich, aus Israel und aus Niederbayern. Und zwar im Einzelnen. Konstantin Becker, Hilton Svenner und aus Israel Liel, sowie Klaus Hoffmann, Gyoda Feitmann und aus Paris Melanie Heingling und sogar der Hannes Wader sind dabei. Und was uns besonders freut, Reinhard May. Ja, ich freue mich auch. Einen habe ich noch vergessen vorzustellen, das bin ich. Mein Name ist Bodo Wartke, ich bin heute Abend von allen Künstlern, die hier sind, mit Abstand der Unbekannteste. Deshalb soll ich auch moderieren. Gut, ja, aber zuvor noch ein wenig Klaviermusik und Gesang. Gleichzeitig, andernfalls wird es doppelt so lange dauern. Sie hören ein Lied, das ich schrieb, als ich vor ein paar Jahren meine Heimatstadt Bad Schwartau verließ und nach Berlin gezogen bin. Seit ich hier wohne, fahr ich in der Regel fast täglich mit der U-Bahn Richtung Tegel. Seitdem hab ich kaum noch Geld in meinem Sparschwein, denn 2,10 € kostet mich jeder Fahrschein. Sie merken, der Text holpert ein bisschen da an der Stelle mit 2,10 €. Das war nicht immer so. Seit der Währungsreform reimen sich ja viele meiner Lieder nicht mehr. Und Sie werden merken, es kommt noch schlimmer. Ich könnte ja mal schwarz fahren, dann spare ich den Betrag. Doch das kostet, habe ich Pech, statt 2,10 € 40 €. Egal das eine Mal, was soll passieren, die kontrollieren heute dich ganz sicher nicht. Also was zögerst du? Mann, ich trau mich nicht. Was soll ich sagen? Ich bin ein Schwarzfahrer, Drückeberger. Und mein Ärger wird darüber immer ärger. Naja, was soll's, werd ich halt arm, doch bleib ich edel. Toll, da bemerk ich, neben mir steht ein Mädel. Oh, was für eine Traumfrau, eine wie sie sah ich noch nie. Ich schau sie an, doch komm, schaut sie zurück, krieg ich weiche Knie. Mann, geh ran, Mann, sprich sie an, was soll passieren, nichts zu verlieren. So eine Schönheit gibt's weit und breit nicht zweimal. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Es ist ein Trauma, ich trau mich nicht. Oh nein, jetzt steigt sie ein in die U-Bahn gegenüber, die in die verkehrte Richtung fährt. Ich seh sie wohl nie wieder. Der U-Bahn-Schacht verschluckt die Bahn. Au revoir, mon amour fou. Doch was ist das? Sie guckt mich an und lächelt mir zu. Wie dem auch sei, die Zeit heilt alle Wunden. Jahre später habe ich doch eine Frau gefunden. Und auf einmal stehe ich, ehe ich mich versehe, mit jener Frau, Alter, von Frau, Alter, Zwecks, ihr. Der
Pfarrer fragt, willst du diese hier zum Weibe? Sie ehren und begehren, bis dass der Tod euch scheide. Was? So lange? Hey Mann, das kann ja dauern. Ich schau mir dann lieber die Frauennummer kurz genau an. Nee. Ich trau mich nicht, mich zu trauen, ich trau mich nicht. Vor allem bei uns mit Frauen. So kann's nicht weitergehen, ich bin ein völlig feiger Wurm. Ich komm damit nicht mehr klar, ich stürz mich vom Fernsehturm. Jetzt steh ich hier, tief unter mir, klafft. Der eklatante Abgrund, steil geht's runter hier. Ich wanke bis zur Kante. Deshalb weiß ich nicht so genau, soll ich die wirklich vorsingen heute Abend? Ich trau mich aber nicht. Ich trau mich nicht. Es tut mir leid, aber ich trau mich nicht. Zumindest nicht zur Zeit. Aber vielleicht später.